Unser heutiger Gast ist ein Sonnenstrahl par excellence. Es ist Zara Jane. Weitaus bekannt natürlich über die letzten Jahre. Und Zara, es freut mich, dass du wieder am Start bist. Ich habe gesehen, die haben eine neue Platte gemacht. Und um die Leute hier ein bisschen reinholen, denke ich, schauen wir gerade mal schnell in die ersten Takte des neuen Videoclips rein. Alle Ampeln auf grün, ich bin unterwegs und der dritte Termin, der vierte Kaffee aus dem Radio, erwischt mich dieser Song. Bremst mich einfach ins Jetzt und fahr mal rechts ran, bin genug schon gehetzt, weil ich anders nicht kann, dreh den Volume-Regler einfach auf. Ich muss lachen, träumen mitten am Tag, dann noch Sonne, wie ich mein Leben. Zara, jetzt haben wir gesehen, da geht schon wirklich voll Post ab. Ich habe im Begleitbrief gelesen, es ist euch um ein bisschen Motivation gegangen. Jetzt musst du mir aber sagen, die Zeit ist ja sicher auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen. Ist das typisch für dich, dass du anstatt den Kopf ins Sand stecken gesagt hast, nein, jetzt machen wir gerade das Gegenteil. Ich will einen Abtempo-Song, ich möchte ein bisschen Freude und ein bisschen Zuversicht verbreiten. Das ist so. Zuerst mal, hi Dani, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und das ist so. Es ist eine schlimme Zeit, die im Moment einfach ist. Und der Song, dein Lied, ist so seit 2 Jahren eigentlich in der Schublade. Wir haben den 2019 im März geschrieben. Und ich habe dort immer gesagt, nein, ich will jetzt noch nicht rauskommen mit dem. Nein, jetzt auch noch nicht. Und irgendwie, jetzt das Jahr, eben nach einem Jahr Corona, habe ich gefunden, hey, also auch zusammen mit meinem Produzententeam und mit meinem Mann als Manager und Produzent, haben wir gesagt, hey, weißt du, ich glaube, die Welt, die Leute, die Schweiz, das Volk, es braucht, und auch für meinen Seelenfrieden auch, jetzt braucht es einen Happy Song, komm, jetzt bringen wir ihn. Ob wir ihn jetzt können go live präsentieren vor Publikum, sei dahingestellt, darum eben dank der neuen medialen Techniken wie Social Media und Facebook, Instagram etc., muss ich sagen, finde ich extrem toll, dass wir jetzt mit diesem Titel rauskommen können. Ich finde es sehr schön, du hast jetzt ganz deutlich gesagt, wir, hast das Team angesprochen. Wenn man die Platte ein bisschen liest, im Kontext, der dazu geschrieben ist, sieht man ja, das sind immer ganze Grüppli von Leuten, die miteinander etwas bastelt haben. Denke ich auch ein Stück weit der Folge von ein bisschen näher zusammenarbeiten in dieser Corona-Zeit. Das ist so. Und dazu mal, als wir den Titel kreiert haben, hat man ja noch dürfen über Grenzen aus. Pardon. Und zwar ist das der Manu Stix aus Österreich. Und eben zusammen mit meinem Mann, Dani Sparn, und ich, wir drei, sind dort in diesem Ambientenstudio gehockt und haben einfach wirklich gefachsimpelt und gerübelt. Und ich habe dann mal ein bisschen Hookline, also ein bisschen so von singen. Er hat zum Glück gerade gespielt. Und dann haben wir auch von zuerst Melodie haben wir gehabt und nachher auf das haben wir dann den Text gemacht. Und das ohne zu bluffen oder so, wir haben beides innerhalb von einer Stunde gehabt. Also in 2 Stunden ist der Titel gestanden. Ich hab Lust auf uns zwei, bin wieder auf Spur, auch mein Boss gibt mir frei. Das Blöde ist nur, er will's morgen irgendwann erfahren. Und ich fahr Open Air in Cabriolet. Das Navi fährt straight, bis ich dich dann seh. Diese Sehnsucht treibt mich mit dem Wind. Ich muss lachen, träumen mitten am Tag, dann noch Sonne. Jetzt müssen wir schnell zum Text die Klammern aufmachen. Habe ich im Lied so zugelost, ein Wort zugelost. Mhm. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, da kommt eine kleine Reminiszenz an Howard Carpendale. Zumindest drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zara Jane sagt, ich habe geträumt von dir. Nein, du sagst im Song, es ist geträumt. Ich denke, ist das so in Gedanken gesehen an alte Schlagerkultur? Ja, ich schicke ihm den noch. Ist das ein interner? Nein, überhaupt nicht. Aber es sind
Was hat mal geträumt? Geträumt. Nein, geträumt. Geträumt. Nein, ich sage natürlich geträumt. Aber durch das, dass wir Schweizer, und dann kommt es ja noch auf den Dialekt drauf an, ich komme ja vom Oberbaselbiet, du vom Unterbaselbiet, gell? Und somit hat man auch ein ganz anderes Slang, was gewisse Wörter und Buchstaben anbelangt. Und ich habe ja ein sehr rollendes R. Und das hat man dann irgendwie probiert, entweder ein bisschen dämmen, weißt, ein bisschen schön rollen oder da hinten. Und das habe ich gar nicht angebracht. Weil ich habe jetzt so viele Jahre einfach gesungen, wie ich singe. An der Aussprache sonst ist bei mir nie viel bemängelt worden. Weil scheinbar darf ich das sagen, nach fast 18 Jahren Showbusiness. Ich habe eine gute Artikulation, das sagen auch meine Leute immer. Meine Texte versteht man, wenn ich singe. Also die Wörter sind da und nicht verschlucken hinten. Das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht haben kann bei Liedern. Und somit haben wir in diesem Lied drei Passagen. Du hast jetzt nur eine angesprochen mit dem Träumt. Das ist auch sehr markant, wenn man das so hört. Träumt von genau, mir. Genau, aber es ist überhaupt nicht irgendwie ein Hommage an Herr Carpendale, überhaupt nicht. Das bin jetzt einfach ich. Das macht jetzt vermutlich das Lied auch ein bisschen aus. Und ja, jetzt haben wir schon eine erste Verbindung. Aber wäre noch ein schöner Gedankengang gewesen, oder? Ja, du, wer weiss. Vielleicht läuten wir mal den Herr Carpendale an. Los jetzt, wie geht das weiter? Weil, ich glaube, die haben ja nicht nur den einen Song in Köcherinnen. Ich bin überzeugt, dass die da mehrere Lieder geschafft haben. Und es ist jetzt Zeit, um Stück für Stück ein bisschen rauszukommen. Was erwartet uns da noch? Kommt da? Ist der Following Project? Etwa so. Also, nein, wir sind natürlich wacker dran. Und jetzt haben wir mal einfach mit dem Dein Lied mal einen Startschuss gesetzt. Und jetzt sind wir immer wieder ein bisschen dran. Nebst dem, als wir ein neues Lied im Kecher haben, wie du so schön sagst, ist etwas auch schon fast fertig. Jetzt muss es dann einfach noch ausgestrahlt werden. Und zwar versuche ich mich auch als Moderatorin und habe eine eigene Fernsehsendung kreiert, auch wieder zusammen mit meinem Ehemann und Manager, Dani Spahn, und mit dem Kamerateam Hook Production. Und das kommt jetzt dann irgendeinmal, hoffe ich, auch raus. Die Sendung kann ich verraten, die heisst «Das will ich sehen». Und logischerweise ist es, wenn Sarah Jane jetzt etwas Neues in Angriff nimmt, darf die Musik nicht fehlen. Und somit spicken wir die Fernsehsendung spicken mit Musikclips von meinen Gästen, die ich dann einlade, gerade an dem Ort, wo wir dann auch drehen. Also, das geht sowieso weiter bei dir, das spürt man. Nochmal schnell zurück auf die Musik selber. Was kann man denn dort erwarten? Ich meine, euer Buchungsstatus wird wahrscheinlich himmeltraurig sein im Moment. Da ist ja nichts reingekommen. Ist auch im Moment keine Zuversicht da. Wie weit schaut ihr dafür? In der Hoffnung, dass wir ein Programm haben, dass wir ihn dann wieder Vollgas geben können. Also ich schaue immer sicher einen Meter über die Turnschlappenspitze raus. Aber wir müssen optimistisch bleiben und ich sage immer, wir müssen einfach vorne schauen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt eben Kopf in den Sand stecken. Und Confucius hat immer etwas gesagt. Also umkehren ist erlaubt, aber nicht liegen bleiben. Und das machen wir jetzt einfach. Dann würde ich sagen, träumen wir doch noch mal ein bisschen miteinander mit der Sarah Jane, mit dem Lied. Dein Lied.